Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin's, Rary Mana, und wir spielen heute Gas Station Simulator weiter, da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Das letzte Mal, kann ich mich noch grob dran erinnern, haben wir die Klos gebaut. Oh Gott, ja. Sieht auch so aus, als hätten wir so junge Toilettenvieh. 1,50, nö. So, kaufe eine Werkstatt über den Hauptbildschirm am PC. Okay. Ah. Okay. Geil, jetzt haben wir eine Werkstatt. So. Gab's hier noch was? Wir können uns dann fast sogar die nächste Aktualisierung holen. Ich habe eine E-Mail gekriegt. Nachrichten? Da. Herzlichen Glückwunsch, mein kleiner Neffe. Deine Tankstelle ist groß genug geworden, um eine funktionelle Werkstatt einzurichten. Gut gemacht, aber nur nicht auf Lorbeeren ausruhen. Es gibt noch viel zu tun. Kleine Arbeiten an Autos zu erledigen ist gar nicht so schwer. Um Reparatur eines Autos zu beginnen, musst du warten, bis der Kunde aus dem Fahrzeug ausgestiegen ist und dann den Knopf an der Hebebühne drücken. Ich habe gehört, dass du dich einmal als Mechaniker versucht hast, den Sitz deiner Geschäftssinn in Klammern standardmäßig ein und suche die rot markierten defekten Teile, bevor du anfängst, sie zu ersetzen. Suche dir die passenden Einsatzteile aus und nimm es in die Hand. Denk aber daran, dass die Ersatzteile nicht auf dem Nichts auftauchen. Du musst sie jedes anderen Produkt bestellen und sie werden mit Lieferwagen geliefert, genau wie alle anderen Bestellungen. Denke nur daran, dass sie die Werkstatt zu stellen, in denen die Tankstelle passen, sie natürlich nicht. Also geh mal da raus und lass die Kunden nicht warten. Okay. Dann gucken wir uns doch die jetzt erstmal an, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Schnieke. Sieht schon. Ja, sieht halt wie eine Dings aus, ne? Wie eine Werkstatt. Was soll man dazu sagen? So. Und bringen wir die Müllbesäcke mal hier raus, weil die haben hier nichts drin zu suchen. Und dann würde ich sagen, öffnen wir mal den Laden, weil vielleicht können wir uns ja jetzt demnächst mal ein Update holen für die Tankstelle hier. Für die Werkstatt wollte ich gerade sagen. Ich gucke, dass ich das bitte per den Panel machen kann. So. Dann kann ich vielleicht räume ich mal hier oben auf dann in der Zeit. Weil das ist nämlich ziemlich dreckig hier. So, das da. Kann ich hier noch was? Nee. Natürlich, das passt auch alles in einem Müllsack rein. So ein halber Schrank. Natürlich. Ist denn das da unser Urgroßvater? What the fuck? Alles klar. Aber Leute, merkt euch bitte. Du kannst hier sämtliche Riesenkartons reinmachen, aber eine Palette, die funktioniert nicht. Realismus und so, ne? Obwohl es ja noch nicht mal realistisch ist, wenn man dann ein ganzes Dings reinpacken kann. Ihr wisst, was ich meine. Mein Deutsch ist heute ein bisschen weg, Entschuldigung, Leute. Werfen wir die Sachen einfach wieder nach dort. Weil irgendwie ist ja immer noch niemand da bei unserer wunderbaren Werkstatt, die wir jetzt neu eröffnen. Das Update habe ich, um es ehrlich zu sagen, schon gewartet, weil ich hatte ja einfach weil die Werkstatt so mit einer der, glaube ich, meisten Gatequellen in dem Game hier bringt. Also es gibt ja auch noch ganz viele DLCs und so, die man sich dazu holen kann. Die werde ich mir auch noch irgendwann besorgen. Aber ja, fürs Erste finde ich, dass das Gameplay so auch einfach reicht. Ja. Warte, was? Oh Gott. Sie haben eine Weihnachtsmütze auf. Passend zu Weihnachten. So. Scheiße. Hups. Tut mir leid, ich habe ihre eine. Jetzt hören Sie auf, sich bei mir zu beschweren. Meine Fresse, ey. Kann
kann ja einmal passieren. Ich bin doch auch nur ein Mensch. Nehmen Sie es mir nicht für übel. Natürlich nehmen Sie es mir jetzt für übel. Ist ja klar. Werde ich haben, hoffentlich. Also ich arbeite, aber naja, egal. Hier ist jemand in der Werkstatt. So. Schön, Jütendorf. Was haben Sie denn in dem erotischen? Einen kaputten Spiegel? Einen kaputten Reifen? Eine zerkratzte Tür? Ups, das war falsch. Das da wollte ich machen. Genau. Geil. So. Jetzt brauchen wir einen neuen Autoreifen. Dann hantieren wir den ab. Und jetzt habe ich hier Kunden überall. Ich hoffe, wir können uns bald das Update da für die Mitarbeiter holen, weil das ist ja sehr praktisch in manchen Fällen. Echt. Kirschstift? Seht ihr, Leute? Also, ich sag, wie es ist. Ich glaube, das hier ist somit einer meiner Lieblingsinvestitionen. Aber ich weiß nicht, wieso. Ich lieb's einfach, weil man verdient halt extra Geld hier. Also, wirklich. Das ist schon nicht ganz ohne. Hier kann ich jetzt Sachen bestellen. Dann kassiere ich sie aber erstmal ab. Damit sie auch wieder nach Hause gehen können und mir nicht auf den Nerv gehen. Kleiner Spaß am Rande. Ich mag sie natürlich in irgendeiner Hinsicht auch. Ja, entschuldigung, nur auf irgendeiner Hinsicht. Ich bin mir noch an überlegen, in welcher. Nice, ich bin nur $2 rübergekommen. Hin befinden sich unter Iris. Achso, soll ich jetzt schon Sachen bestellen, oder wie? Dann bestellen wir das jetzt einfach mal. Wie viel Geld habe ich jetzt eigentlich noch? Weil ich bräuchte jetzt meinen Kraftstoff. 261. Oh, der Preis ist aber auch schon wieder so hoch. Ah, scheiß drauf. Müssen wir machen. Wenn die Lieferung eintritt, packe alle Ersatzteile im Lager aus. Ugi. Stimmt, unser Lager müssen wir auch noch ein bisschen wegräumen. Also zumindest die Paletten, weil... Ja. Die kann man ja leider laut Gottes nicht mit dem Dings wegmachen. Was ein totaler Schwachsinn ist. Aber okay, wir müssen diese Spiellogik nicht hinterfragen. Und irgendwie backt man nicht mein Spiel ein bisschen rum. Was ist denn da oben drauf? Ist da oben nicht irgendwas gewesen gerade? Hä? Da. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Oh Gott. Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Ich habe hier irgendwas. Was ist das? Du hast eine Karte gefunden. Toll. Unsere Lieferung kommt. Was bringt mir jetzt die Karte, ist die bessere Frage. Ja, warten. Sieh doch mal, Mann. Der Weihnachtsmann ist hier. Wo ist er? Da. Weihnachten ist aber erst in... Warte, wir haben heute den 7. genau gerade, wo ich das aufnehme. Och, ja, nerven Sie nicht. Meine Güte. Ich bin echt ziemlich schlecht gerade im Rechnen. Lasst mich, Leute. 17 Tagen? Kommt das hin? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß circa in anderthalb... Nee, in 2,5 Wochen oder so. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Es tut mir leid, Leute. Also, hallo. Kraftstoff. Kunde an der Kraftstadt neben der Tankstelle. Ja. Mann, ich kann mich nicht zerteilen. Auch wenn ich es gern könnte. $60. Das kann ich hier nachfüllen. Das bringt es auch voll, weil ich weiß ganz genau, wie viel ich halt nur geholt habe.
ganzen Tag. Sie haben Probleme mit ihrem Auto. Mit ihrem Autochen. So, auf jeden Fall zwei kaputte Reifen und eine zerkratzte Tür. Da wischen wir einfach mal kurz drüber mit einem Lackierstift. Dann geht das auch wieder alles klar. Zwei Kunden sind an der Kasse. Aber das Auto ist jetzt erstmal wichtiger. Tut mir leid, Leute, ihr müsst noch mal ganz kurz warten. Ich muss noch den jungen Herr hier den Reifen wechseln. So, dann bappen wir das eh nicht mehr drauf. Dann sind wir soweit fertig, ja. Und hier räumen wir den Müll weg. Nehmen wir mit. Hallo, Müllbeutel. Da. Jetzt stehen hier sogar schon drei. $5 für zwei Getränke. Das ist auch schon ein reiner Abzocker an sich. Naja, egal. Ignorieren wir jetzt mal, Leute. Mein Laden muss ja auch irgendwie stehen. Inflation und so. So. Ich muss halt nun mal die Preise ein bisschen erhöhen dadurch. Werde ich bestimmt haben. Danke, Schwester. Das war auch ziemlich knapp betankt eigentlich. Schließe Ziele ab und tankstelle die Surfe. Ich muss noch 22 Kunden bedienen. Fahrzeuge betanken sind 10. Fahrzeuge reparieren. Reparieren muss ich noch 4. Wer hupt hier schon wieder? Ich muss auch gucken, ob wir mal wieder neue Sachen bestellen müssen. Nicht, dass ihr hier gleich ohne Getränke und so dasteht. Das würde jetzt ja nicht gut kommen. Oder habe ich noch was im Inventory? Ja, ich habe sogar noch was. Und hier? Ja, auch. Dann wappen wir das alles rein. Was haben wir denn hier so Schönes? Okay. Dann hole ich nochmal welche von denen. Den und den. Ja, komm, wir gucken. Wir könnten uns aber auch irgendwann Zigaretten und so Sachen holen. Aber ich habe dafür, glaube ich, noch kein Geld bis jetzt. Und mit glaube ich, ich habe noch kein Geld. Oder? Einrichtung, Regale. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen teuer. Die Zigaretten kosten ja dann auch nochmal extra. Das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Einfach. Für die nächste Folge. In der Werkstatt ist jemand. Geil. Der hat drei kaputte Reifen. Macht keinen Sinn. Der hatte nur zwei. So. Also jetzt bin ich gerade in eine Werkstatt ran und schon kommt wieder ein Gast, kommt schon wieder ein Kunde hin. Nee. Timing haben sie auch perfekt abgestimmt, ich sag's euch. Wie kann das eigentlich sein, dass ein Spiegel, ein Lackierstift und ein Reifen mehr kosten als zwei Reifen und zusätzlich ein Lackierdings. Warum kostet das mehr? Weniger. Ich meine ja nur, so ein Reifen kostet ja an sich eigentlich auch schon genügend. Das macht irgendwie keinen Sinn. Na, egal. Muss ich nicht verstehen. Das einfach ein. Geil. Oh, ich habe ihre Motorhaube aufgemacht. Das war jetzt nicht meine Absicht. So, das habe ich weggemacht. Ja, ich komme ja schon, Mann.
Wie oft denn noch? Ich kann mich nicht zerteilen. So. Ja, beehren Sie uns bitte nicht bald wieder. Meine Güte. Obwohl, das sollten wir vielleicht weiter beehren, sonst haben wir bald wirklich nichts mehr an der Tankstelle hier. Das würde jetzt auch nicht so gut kommen. Okay. Guten Tag, Sir. Sie holen sich eine Fake Pepsi. Gute Wahl. Jetzt müssen wir nur noch 25 Kunden bedienen. Und 3 Fahrzeuge reparieren. Das geht ja. Oh, noch Müll. Ich weiß nicht, ob ich es gerade falsch gesagt habe. Wenn ja, dann tut es mir leid. Oh, ich hatte den Müllbeutel schon in der Hand. Wusste ich nicht. Ist jemand wieder reingefallen? Guten Tag. So, hiervon platzieren wir 5, davon nochmal, davon und davon. Obwohl wir Cookies und Popcorn jetzt am meisten hier drin stehen haben und Pringles, also. Sollten nicht immer ein bisschen andere Getränkeauswahl und so. Ich hoffe, sie haben alles sauber hinterlassen. Oh Gott, auch schon wieder 2 kaputte Reifen. 3. Mist, wir müssen neue bestellen. Wie viel Geld habe ich jetzt? $700. Mann, ich dachte, na, wir können uns das, glaube ich, mit der Tankstelle jetzt oder so noch nicht leisten. Aber wir müssen echt, also jetzt gleich sind wirklich neue Reifen dran, dass wir diese, sich die endlich mal holen. Kommt jetzt nicht so gut, wenn wir gleich keine mehr haben. So. Sie haben gerade Glück gehabt. Sonst hätte ich jetzt nochmal schnell neue Reifen bestellen müssen. Was ist denn noch? Ach, so ein Spiegel. Das muss uns doch jetzt ordentlich Knete eingebracht haben. Ich habe $1000 jetzt. Gut, dann. Oh, warte, da liegt ja noch was. Dann hole ich jetzt neue Reifen. Die Kunden können jetzt, also die paar Minuten können sie jetzt noch warten. Lieferung, Teile und jetzt brauche ich Reifen. Holen wir 8, das sind $400 dann. Ja. Einmal in den Warenkorb, bitte. Oh, sie hat 8 Artikel. Geil. Das war aber auch ziemlich knapp an der Kante, ne? Oh, Hallöchen. Na, was treibt sie denn hier so in der Gegend rum? Wahrscheinlich genauso viel wie für mich. Ein Job. Ein Laden, den ich führen muss. Dankeschön, sie aber auch. So. So. Super. Junge, ist ihnen nicht warm? Also ich meine ja jetzt nur, es ist also. Ey, hupen Sie mich hier nicht an. Verschwinde, Gesindel. Da. Da verschwinde, Gesindel.
Das ist mein magischer Zauberbesen. Das hat sich jetzt auch nicht gut angehört. Es tut mir leid, Leute. Ich bin ein bisschen durch mit Nerven, habt Rücksicht. So. Ist jetzt auf der anderen Seite die Garage zu? Oh Gott. Nein, ist sie nicht. Das ist nämlich so ein dummer Bug. Ich mag das nicht. Jetzt. Wenn das Fahrzeug noch nicht richtig draußen ist, dann ist es durchaus drin, dass... Ja. So. Dass die Garage hinten ja nicht zugeht. Also dann kann es, glaube ich, bin gar nicht sicher, wie das war genau, ob dann irgendwelche Sachen geklaut werden können. Ich glaube aber schon, dass da irgendwie sowas war. Und sie sind jetzt für heute unsere letzte Kundin. Danach schließt Wilmanas Tankstelle wieder. So. So. Na, okay, dann machen wir den mit den Kraftstoff, machen wir dann das wirklich Schluss. Und die Kunden an der Kasse. Ich habe nichts gesagt, Leute. Geil, ich habe $4,81 Trinkgeld gekriegt. Und danach mache ich unseren Laden noch mal kurz sauber. Okay, dann kommen sie jetzt auch noch ran. Ach, sie sind's wieder. Hallöchen. So. So, und aber auch nie mehr als ein Produkt, habe ich manchmal das Gefühl. So. Jetzt schließt aber die Tanke. Ich räume mir noch alles auf. Auf dem WC müssen wir auch mal wieder putzen. Hier ist nichts drin, da schon. Nice. Unsere Tankstelle wird doch schon langsam, würde ich sagen. Wir machen jetzt noch neue Tapete dann in der nächsten Folge hin auch. Weil soweit haben wir ja an sich fast alles. Und ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst mir unbedingt ein Like und ein Abo da. Hört auf zu hupen. Ich mache die Abmoderation und dann folgt mir gerne auf Twitch. Da bin ich, versuche ich auf jeden Fall wöchentlich mal live zu sein. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, dann tut es mir wirklich leid, aber da habe ich auch einen Streamingplan, den ich wöchentlich machen werde. Und, oder ob ich dann streame oder nicht, das seht ihr dann alles. Und ich verlinke euch das alles nochmal und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, eure Wilmana.